Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Wir haben ein PvP dieses Mal, nach wie vor Gruppenphase von der Dreamhack. Ich habe einmal in Rot vom Team Liquid, dem Protoss. Es ist Mana. Gegen den blauen Protoss vom Team Dead Pixels, das ist Majestic. So, wir sind hier auf Planetaris, das ist die erste Karte. PvP ist ein immer noch recht coinflippiges Matchup, muss man sagen. Der Photon Overcharge hilft, auch schon seit Heart of the Swarm. Dennoch, PvP kann sehr schnell durch Kleinigkeiten entschieden werden. Ist einfach irgendwie die Natur von diesem Matchup. Ja, und Mana hier geht auch direkt mal mit einer Probe scouten. Eben möchte ich den frühen Scout haben geben. Majestic bevorzugt die schnelle Expansion hier auf dem Lowground, nicht an der Goldbase, sondern ganz normal. Entsprechend hat hier gerade nur ein Gate, hat den Core ein bisschen hinausgezögert. Bei Mama hingegen kommt das Doppel-Gateway-Opening, dann Core, also könnte hier durchaus Doppel-Adept geben. Und da Protoss nicht so einfach hier zuwollen können, Majestic hat hier auch überhaupt keinen Wollen angefangen, versucht hier einfach nur seinen Eingang zu seiner Mineral-Line ein bisschen enger zu kriegen. Könnte hier dann noch irgendwie einen Pfeil dahinter setzen, dass das hier dicht ist. Dass die Depths nicht ganz so viel Spaß dran haben, hier raus und reinzukommen. Ja, aber so kein Wallen oben an der Rampe. Damit haben es Adepts eigentlich ziemlich einfach. Sind dadurch nicht einfach abzuwehren. Aber Mana hier geht in den Doppelstalker. Möchte also mit Stalker pressuren. Funktioniert natürlich auch. Vor allem, weil Mana jetzt auch schon weiß, dass sein Gegner eine frühe Exe gespielt hat und damit nur ein Gateway zum aktuellen Zeitpunkt. Mit zwei frühen Stalkern kann man doch gut Druck aufbauen hier auf seinen Gegner. Es kommt sogar schon ein Proxy-Pilot hier für Mana. Also durchaus möglich, dass der hier dieses Spiel schnell beenden will, auf die Reaktion, dass er hier die Exe gesehen hat, vor allem, weil es eben keine Goldbase-Exe ist. Die wäre noch gefährlicher, muss man dazu schon sagen. Und es kommt eine Robo hier an den Pylon. Das mit Proxy-Robo, Gateways dazu, Warp-Gate dazu, mit Immortals. Das kann richtig, richtig gefährlich werden hier für Majestic. Ja, es kommt das Gateway mit dazu, damit hier auch schnell reingewoppt werden kann. Damit haben wir Robotics Facility, Gate hier oben stehen und zu Hause noch zwei weitere Gates. 3 Gate Robo zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, die One Base Economy läuft komplett. Es wurde für einen Moment ein Mothership Core angedrückt, jetzt eigentlich wieder gecancelt und die ersten zwei Stalker laufen jetzt hier hoch. Momentan ein Adept gegen zwei Stalker. Ja, ein Stalker einfach gegen Adepts. Haben es ziemlich einfach. Momentan ist ja auch kein Pilot, der hier overchargen könnte. Damit hat hier Mana momentan die bessere Units da und kann hier vielleicht sogar den ersten Adept rausnehmen. Ja, geht hier lau. Wird hier rausgenommen, jetzt geht es hier auf den Mothership Core. Und der ist schon hart angeschlagen. Und den Mothership Core wird das für Majestic nahezu unmöglich zu halten. Er braucht definitiv seinen Overcharge und sollte jetzt hier auf vielleicht bald mehr Pylons bauen. Der Pylon hier wird overcharged. Er ist auch nicht in der besten Position. Man kann hier trotzdem dran vorbeilaufen. Vielleicht hier noch ein weiterer Pylon. Er wäre hilfreich für Majestic. Es sind jetzt hier nochmal zwei Stalker mit dabei. Jetzt wird der erste Mord gebaut. Ja, Stalker, wie eben gesagt, die können hier einfach dran vorbeilaufen. Weiterer Overcharge wird hier genutzt in der Main Base. Und ja, der Pylon hier in der Natural wird mehr und mehr angegangen. Das sind immer noch wenig Units hier Majestic. Natürlich, er hat die stärkere Economy. Heißt, je länger er überlebt, desto besser wird das für ihn. Und er muss eben erst überleben, weil der erste große Schlag von Mana ist auf dem Weg. Die Robo klappt sich interessanterweise nicht auf, während sie was baut. Animationsfehler. Ja, erste Mortal ist da, ein großer Haufen an Stock. Und jetzt hier scoutet das Majestic mit seinem einen Adept. Und sofort wird hier die Natural evakuiert. Da wird nochmal Overcharge angeworfen. Aber Pylon geht hier so schnell down. Hier oben kommt dann Zeit der Pylon mit dazu. Trotzdem, es wird hier richtig, richtig schwierig für Majestic das zu halten. Er hat keine Energie mehr auf dem Mothership Core. Damit der letzte Overcharge gerade angeworfen. Der Adept hat noch kurz auf den Immortal geschossen. Ja, aber die Natural wird sofort umgedrückt hier. Majestic ging auch in den Star Attack dahinter. Baut gerade ein Oracle. Das ist ein Proxy Oracle. Das ist an der anderen Ende der Karte. Da wurde nochmal ein Forcefield gesetzt, aber das war nicht so gut. Da kommen durch den abgerissenen Pfeiler gleich die Units trotzdem hoch. Damit steht Mana in der Mainbase von Majestic. Und nach nur 4,5 Minuten hat sich dieses PvP auch schon erledigt. Der Mana hat gedacht, ich versuch's einfach mit der schnellen Keule, mal gucken, was passiert. Und Majestic hatte keine Verteidigung gegen Ready. Damit 1-0 für den roten Protoss. Und da dieses Spiel so verdammt kurz ist, werde ich jetzt hier gleich wechseln in Spiel Nummer 2. Bis gleich. So, und hier sind wir nun Spiel Nummer 2. Mana gegen Majestic. Ja, Mana führt hier mit 1-0 nach eben einer schnellen ersten Karte. Ja, und da das nur 4 Minuten waren, das rentiert sich nicht extra hochzuladen als Video. Dachte mir, da hänge ich das zweite Spiel gleich mit dran. Mal sehen, ob Majestic hier nochmal ausgleichen kann. Ja, das war einfach ziemlich krass
gebobbt, muss man sagen. Einfach einmal drüber rollen. Mana hier allerdings dieses Mal mit dem Nexus First. Wird hier also dieses Mal keine frühe Aggression spielen. Bei Majestic hier momentan ein Gate, dann das Gas, kein Doppelgate. Also sieht hier von ihm auch relativ konservativ aus. Es wird jetzt gleich ein Nexus folgen. Damit beide mit einer Expansion auf dem Weg. Damit halbwegs Makro-Game PvP. Ja, setz den Nexus. Fipp. Ja, kann auch ein kleines Zwischenannouncement hier machen. Ist zwar jetzt gerade so zwischen den Spielen ein bisschen versteckt, aber ich werde das die nächsten Tage vermutlich sowieso noch ansprechen, wenn das funktioniert. Denn wenn es alles glatt läuft, caste ich diesen Freitag und diesen Samstag die Assembly Winter 2016. Ein finnisches Turnier. Regional finnisch mit ein paar Qualifier-Plätzen. Er spielt Velmu mit. Das weiß ich mit Sicherheit. Das ganze Teilnehmerfeld bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß, aus der Schweiz, Elroy ist dabei. Rainer, der Terraner aus Italien, ist mit dabei. Ansonsten einige finnische Spiele. Generell ist ein finnisches Turnier. Geht eben Freitag, Nachmittag und fast den kompletten Samstag. Ist ein Samstagabend damit schon zu Ende. Es werden Gruppenphase, Round of 8, Halbfinale und Finale ausgespielt. Ja, so wie es aussieht, mache ich dafür den deutschen Community-Stream. Sehr geil, auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Mal wieder live casten, ist schon eine ganze Weile her. Tja, und Mana hier hat wieder mal seine Probe abgestellt für einen Proxy-Pylon. Hingegen Majestic momentan geht wieder in sein Stargate, also beide hier wieder mit der gleichen Tech-Wahl. Das Stargate allerdings dieses Mal in der Basis, dieses Mal kein Proxy-Stargate. Momentan auch keine der beiden, hat eine Unit wirklich drückende Kampffähige. Momentan beide hier mit dem Prop-Scouten. Majestic sieht hier, dass das Doppel-Gateway Chrono boostet wird, da kommt jetzt hier dieses Mal auch Doppel-Adept. So wie bei Majestic einfach Adept und fleißig Probes. Ja, Probe hier wird auch nochmal versteckt. Überlebt hier sogar. Natürlich wäre es schön hier für Majestic, wenn er den Tech von Mana findet. Ja, der sucht jetzt hier gerade mit seinen Adepts nach der Probe. Findet sie allerdings nicht, zieht aus dem Teleport durch und damit die Probe hat jetzt hier gerade noch ein bisschen einen schönen Moment zum Bumscouten. Wird eigentlich jetzt hier vom Mothership Cock gekillt. Hat jetzt so die keine weiteren Scouting-Informationen reinholen können. Er weiß immer zumindest, dass Mana mal doppelt Gas meint mit jeweils drei Probes. Und die Adepts versuchen jetzt hier was zu reißen, aber werden direkt in zwei Adepts laufen. Die Adepts hier von Majestic sollten den First Shot schaffen. Ja, damit hier hat er den kleinen Vorteil, ja, macht jetzt hier auch noch mehr Damage. Mit der Adept Fighter würde zugunsten von Majestic ausgehen, aber Mana hier mit dem Teleport in die Mainbase. Zieht die hier aber nicht durch, weil Majestic war ihm da direkt hinten dran. Beide haben den Teleport in die Basis durchgezogen. Also Mana hat im letzten Moment abgebrochen und von ihm kommt das Proxy Stargate mit einem Proxy Oracle hier. Ja, Defense-Möglichkeiten, es stehen zwei Pylons bereit hier für Majestic in der Netzwelt, es stehen ein Pylon, zwei Pylons hier auch in der Mainbase, heißt mit vernünftigen Overcharge und eben den Phoenix, die er hier baut, kann er das ziemlich hart countern, wenn dessen Mana hier mit vier Adepts unterwegs. Aber auch Adepts hier gegen Phoenix nicht sonderlich stark. Adepts sind Light Units, damit machen Phoenix Bonus Damage dagegen. Und Majestic hier mit der schnellen dritten Basis und die wird ihr vermutlich auch halten können. Oracle und Adepts sind nicht dafür bekannt, dass sie schnell Gebäude abreißen. Ja, hier jetzt, die drei Phoenix sind da, Teleport wird in die Mainbase durchgezogen, da kommt sofort der Dreifach-Lift. Nicht sicher, was da alles geliftet ist. Ja. Und jetzt Overcharge mit dazu. Phoenix, hier haben die Adepts hochgehoben. Es sterben trotzdem einige Pops hier. Und währenddessen ist eben das Oracle in der Natural zugange. Das hat auch jetzt hier ein paar Kills gekriegt. 5 Kills macht den selber schon eigentlich auch. Das Oracle wird hier gesuicided. Das kommt hier nicht mehr weg. Aber hier Mana hat einiges an Probes mitgenommen. Insgesamt 13 Probes. Aber eben sein Army Supply ist jetzt quasi nicht vorhanden. Und währenddessen baut Majestic fleißig weiter Phoenix. Und Phoenix können eben Counter-Rasmant betreiben. Die sind sehr schwer davon abzuhalten. Ja, hier das Stargate von Mana wurde gerade noch geboostet, aber wird jetzt hier praktisch außer Betrieb genommen. Das hat für ihn momentan keinen Nutzen. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt kann er dann nochmal ein Oracle anwerfen. Phoenix sind auf dem Weg von Majestic, möchte hier in die Mainbase von Mana da ein paar Props nehmen. Vielleicht sogar kann er den Mothership Core kriegen. Wenn der nicht sofort Overcharge anwirft, ja, da kommt doch sofort der Erste. Da muss Mana hier viel, viel Energie dafür opfern. Währenddessen sind ein paar Stalker in der Netzspiel. Aber Stalker killen Phoenix nicht schnell genug. Da können trotzdem ein paar Props sterben. Zwei, drei Props hier werden rausgenommen. Scoutet hier auch die dritte von Mana. Beide Spiele mit der dritten Basis auf dem Weg. Allerdings eben Majestic muss den Probe-Nachteil aufholen. Hat natürlich zwei jetzt hier gekillt. Aber das reicht eben noch nicht. Mana halt momentan mit ein bisschen schwächeren Army. Aber Photon Overcharge plus die Stalker sollten ihn größtenteils retten. Hat jetzt hier auch Doppel Observer durchgedrückt. Fühlt jetzt hier nochmal eine Probe. Das ist interessant. Direkt zwei Observer. Ultimatives Scouting hier für einen roten Protoss. Währenddessen Phoenix chillen gerade hier. Majestic baut weiter Phoenix, pumpt gerade alles an Geld in Probes. Also muss definitiv hier sein Probe-Con wieder hochkorrigieren. Er hat die frühere Expansion, die frühere dritte.
Damit kann er noch ein bisschen ausgleichen, wenn die Stalker hauen gerade auf die Phoenix. Es kommt Blink auf beiden Seiten. Weitere Phoenix werden nach wie vor gebaut. Ja, die Phoenix, die müssen da doch vorsichtig sein. Gegen so viele Stalker kann man schon mal einen Phoenix verlieren. Da kommt jetzt hier der Props-Transfer, da kann er vielleicht noch ein, zwei Props abgreifen. Aber nein, evakuiert hier, möchte sich nicht mit den Stalkern anlegen. Majestic hier trotzdem kann relativ gut scouten. Hier die zwei Observer werden von Mana positioniert. Eben weitere Phoenix fliegen hier mit dazu. Damit hier doch schon 6 Phoenix am Start. Damit kann man schon mal über eine Minoline diven, wenn man das vernünftig vorhat. Ja, da ist immer noch Mothership Core mit ziemlich viel Energie. Da kommt er sofort. Ein Overcharge, zwei Overcharges. Mothership Core hier hat nach wie vor Energie für Ewigkeiten. Da wir ja immer noch im vorigen Patch sind, das wird sich ändern. Dann kann man dann nicht mehr so fröhlich mit den Overcharges rumagieren. Dann werden auch Phoenix stark im PvP, so gedacht. Weil eben Phoenix, dazu muss man relativ viele Overcharges haben. Neben, man kann dann seine Overcharges nicht einfach so raushauen wie ein Blöder. Einfach aus der Angst, dass man dann später keine Energie mehr hat und dann haben die Phoenix einfach nur freie Bahn. Momentan hier, Spiel beruhigt sich allerdings. Beide pumpen weiter ihr Makro nach oben. Majestic weitere Gates hat jetzt den Probe Code auch endlich mal wieder aufgeholt. Hat jetzt gleich seinen Blink mit durch Mana, hat bereits Blink auf diesen Stalkern. Heißt, eine Gefahr für die Phoenix ist da vorhanden. Es kommt plus eins Attack für ihn und das Temple Archive bereits. Und da wird hier gleich ein Blink kommen. Ja, und da wird eine Phoenix sterben. Der zweite Phoenix wird auch noch angegangen. Fliegt allerdings hauptsächlich Schilde hier. Und dessen der Observer hält auch einen guten Blick über die Armee von Majestic. Man bewegt sich hier mit seinem Stalker raus. Da kommt jetzt nochmal ein paar Lifts. Allerdings dafür stirbt ein Phoenix. Majestic hier bereits zwei Phoenix verloren. Es kommt ein weiterer Nachgebauter. Mana hat hier einen Warpress mit dabei und pumpt jetzt hier einfach massiv Blinkstalker. Eigentlich, das kann hier Majestic zumindest scouten. Sieht das Warpress und sieht die Stalker. Trotzdem flieht hier weiteren Phoenix am Blink. Und das ist jetzt ein großer Stalkerball von Mana, der sich hier auf den Weg macht über die Karte. Doppelt so viele Stalker wie Majestic hat. Eigentlich, Majestic hat hier Sentries mit dabei. Hat die defensive Position. Kann ich vielleicht einiges machen. Da ist sofort ein Guardian Shield und Force Field. Eigentlich gute Blinks hier von Mana. Verliert kein Stalker. Und kann jetzt hier über das Warpress in die Mavis blinken. Trotzdem, das sollte hier Majestic sehen über sein Observer. Ja, blinkt sofort selber hoch. Sniped hier das Warpress. Er hat die selber im Warpress mit dabei. Da kommen jetzt die Sentries mit hoch mit dem Guardian Shield. Versuchen hier mit zuzulasern. Eigentlich, hier hat Mana sich schon gegen viele Stalker durchgesetzt. Da kommen jetzt nochmal die Lifts von den Phoenix. Und trotzdem kann Majestic sich hier halten. Der Fight war ziemlich knapp zwischen den beiden. Mana hat sich dann doch zurückgezogen. Und jetzt hier das Warpisten von Majestic wird vermutlich gesniped. Der hat durch einen weiteren Blink. Trotzdem Majestic ist hier aggressiv vorwärts. Möchte jetzt Stalker von Mana snipen. Hat jetzt hier nach wie vor eine Sentry mit dabei mit Guardian Shield. Da kommen die Phoenix mit dazu. Nochmal ein Lift auf den Stalker. Da kommt jetzt das Reinforcement hier von Mana. Der hat natürlich gerade kein Warpisten. Muss jetzt hier von einem Pylon zu Hause oder eben von seinem Pylon hier drüben reinwarpen. Allerdings, das dauert Jahre. Da kommt sofort wieder ein Blink hinterher. Die Sentries aber hier leben noch. Interessanterweise, jetzt geht's hier auf die Phoenix. Sentries jetzt hier, kommen zwei weitere mit dazu, da kommt nochmal ein Time Warp. Momentan Stalker bei gegen Stalker, Blink gegen Blink, als Mana hier mit sehr starken Blinks flieht hier doch relativ wenig Stalker-Initiative, um den Phoenix geliftet wurden. Die sind immer so ein sicherer Kill gerade für Majestic. Und es ist immer noch ziemlich knapp zwischen den beiden. Der Mana fällt hier ein bisschen ab im Supply, hat eigentlich auch verdammt viele Overmans. Er macht jetzt gerade wieder einen Warp in und damit ist die Sache wieder ausgeglichen. Er hat ein weiteres Warp-Prism produziert, hat jetzt hier zwei Salads mit dabei. Momentan Mana auch mit dem Attack-Upgrade. Und das gibt ihm doch einen kleinen Vorteil. Es gibt hier Blink auf beiden Seiten. Die Sentries momentan mit wenig Energie haben einfach keinen großen Nutzen. Phoenix versuchen nochmal mit zu einzugreifen. Aber momentan müsst hier einfach das Blink weg entscheiden. Und momentan Mana hier mit der größeren Konkave, mit dem größeren Anzahl Stalker. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Lifts. Warp ins von beiden Seiten. Es wird hier ein richtig enger Fight zwischen den beiden. Da momentan Mana mit dem besseren Upgrade kann einfach besser traden. Da hat jetzt hier noch Salads mit dabei als Buffer. Jetzt kommt hier der Verfolgungsblink. Da stirbt das Warpless und da stirbt ein weiterer Stalker. Und Majestic wird hier zurückgedrückt. Hat das Mothership Core mit dabei. Kann er also hier nochmal Overcharges werfen. Damit kann er sich hier zumindest verteidigen. Mana jetzt hier versucht trotzdem die Rampe hoch mit links nach hinten. Die Salads laufen jetzt hier erst vorwärts. Sehr spät die Salads hier. Eigentlich die Pylons werden rausgestylt. Es sind nur noch drei Phoenix. Kommt nochmal ein Lift auf. Und momentan Majestic kann die Grampi hier halten. Den Highground hier wagt ja nichts. Jetzt weit runter, verliert da nochmal ein, zwei Stalker. Beide hier traden immer noch sehr, sehr ähnlich ab. Mana muss wieder mal ein bisschen Geld loswerden. Er hat sehr, sehr viele Minerals. Majestic hat da ein bisschen besser sein Makro aktuell im Griff. Mana hat wohl ein bisschen mehr Fokus auf sein Blink-Micro. Hat auch momentan besser abgetradet. Majestic hat hier knappe 2000 Resources mehr verloren. Phoenix hier, war denn das Warpism? Ah, nein. Ganz knapp aneinander vorbei. Hätten fast das Warpism gefunden. Scouten jetzt hier sehen, dass noch keine vierte hier für Mana da ist. Beide spielen immer noch auf drei Basen. Und von den Basen läuft eben die Mainbase leer. Die Netzschwelle wird auch nicht mehr so lange halten. Und die Phoenix hier können vielleicht noch ein paar Probes mitnehmen und zumindest hier gut scouten. Mana dahinter macht gerade das Charge Upgrade. Und baut einen weiteren Observer. Hatte die verloren? Sieht danach aus. Ja, zwei Observer down.
Wurden vermutlich von den Phoenix mitgenommen, so als kleine Beigabe. Versucht jetzt hier seine vierte Basis zu nehmen. Da waren die Phoenix auch weggedrückt. Die können hier wenig anrichten. So viele Blinkstalker. Das Wobblesome ist hier auf dem Weg. Mit Salitz im Gepäck in Richtung Mainbase. Da sind immer noch einige Probes hier von Majestic am Arbeiten. Der nimmt jetzt hier seine eigene vierte. Wir gehen doch in ein ziemliches Makro-Game an PvP. Und Majestic hier geht in den Disruptor-Tag und gerade Immortals. Immortals natürlich gegen solche Stalker-Kugeln richtig, richtig stark. Phoenix leben hier noch, werden von den Stalker ein bisschen gejagt. Aber Mana kriegt hier nicht sicher, was da gestorben ist. Es sind immer noch drei Phoenix hier. War das ein Warpism? Könnte ja fast nicht sein. Auf jeden Fall, Phoenix leben hier noch. Und Phoenix fliegen gerade über Stalker. Das könnte vielleicht nochmal ein Phoenix das Leben kosten. Ja, wird es ja auch. Mana, weiterer Push hier angesetzt. Richtung vierte vermutlich von Majestic. An der dritten steht er nicht zu defensiv. Da die Rampe hoch ist, ziemlich schwierig für Mana. Trotzdem, Majestic kommt jetzt hier runter. Guardian Shield angeworfen. Hat hier einen Immortal dabei. Auch Mana mit einem Immortal und einem Sentry. Aber momentan hier Mana mit der wesentlich besseren Konkavi und kann hier einfach die vierte canceln ohne Probleme. Schiebt sie wieder vor der Rampe und da stehen momentan keine Pylons. Und jetzt gibt es hier das Engagement. Mana hier mit den Absorben mit dabei. Er chargen zwei Sandals hoch und die Stalker blinken jetzt hier zur Seite. Mana versucht sich eine bessere Position zu machen. Die Phoenix werden zurückgeholt und sterben sofort im Kreuzfeuer des Stalker. Und jetzt hier Majestic möchte die Rampe runter. Seine Mortals eigentlich hinten dran schießen überhaupt nicht. Schlechte Position für ihn hier, die Rampe runter. Mana stellt sich da sehr, sehr gut an der Rampe auf. Wartet nur, dass Majestic in ihn reinläuft. Manchmal stehen sich beide gegenüber. Entsprechend durch die besseren Fights hat sich Mana jetzt doch im Supply ein bisschen nach vorne gebracht. Hat jetzt auch seine vierte Basis damit auch für ihn die stärkere Economy. Und Majestic, ja, will hier wirklich reinlaufen. Er hat natürlich einen Disruptor hier mit dabei. Der kann viel ändern. Wenn der Disruptor gut trifft, da kommt jetzt die Kugel. Da kommt eigentlich sofort der Blink hier. Gut gemacht von Mana, gut reagiert. Jetzt die Mortals sind ein bisschen weiter vorne. Und sofort hauen sie Kellen raus. Der weitere Disruptor jetzt hier. Zweiter Disruptor momentan. Mana hat hier überhaupt keine dabei. Sollte vielleicht überlegen, den Tag zu switchen. Sonst wird das ziemlich gefährlich für ihn. Aber momentan versucht es einfach über Stalker und den Mortals zu regeln. Baut jetzt ja auch ein weiteres Oracle aus seinem Stargate, Proxy Stargate vom Anfang. Und jetzt sieht die Position wieder ziemlich schlecht für Majestic. Trotzdem, das Disruptor-Kugel trifft hier gerade nichts. Und einfach der riesen Stalker-Ball hier für Mana. Er versucht es weiter über Mass-Stalker. Die Mortals hier werden sofort ihr Schild getriggert. Und damit nach dem Schild sind die Mortals doch ziemlich schnell down. Mit Focus-Fire. Da kommt hier das Oracle. Das markiert einmal die komplette Army. Und jetzt kommen die Disruptor-Kugeln. Die erste trifft hier schon mal nicht. Mana blinkt eigentlich einmal komplett nach hinten. Seine Mortals stehen jetzt hier vorne. Und beide traden wieder ab. Angst von beiden Seiten. Die Stalker sind schon ein bisschen angekratzt. Weitere Disruptor-Kugel wird ausgewichen. Mana hier jetzt hier im Rückzug. Majestic pusht jetzt zum ersten Mal die Karte einfach mit der starken Army, mit den drei Disruptoren. Da fällt hier schon mal der magische Kopf von Mana und reicht wieder den Kugeln aus. Da kommt es nochmal eine weitere. Die trifft ziemlich heftig. Da haut es direkt fünf Stalker aus dem Leben. Jetzt denkt Mana versucht auch noch weiter nach vorne zu pushen. Er hat immer noch eine Mord hier und sonst größtenteils Blinkstalker. Und neben hier die Disruptor-Kugeln. Weitere starke Kugel trifft hier oben. Weitere Kugel kommt hier. Trifft eigentlich momentan den eigenen Stalker. Trotzdem Mana hier irgendwie kann es sich gerade so halten in diesem Fight. Fokus jetzt hier die Mortals, jetzt hier gerade Stalker gegen Stalker Disruptor und Mana jetzt hier muss sich zurückziehen. Was hat er zu Hause stehen, ist die Frage. Da läuft eine Mortal ganz alleine und der wird jetzt ziemlich schnell sterben. Er könnte vielleicht nur sein Schild triggern, aber das ist nicht passiert. Da stirbt aber hier noch ein Stalker für Majestic. Majestic weiter am Vorwärts pushen. Er hat natürlich keine vierte Basis, denn da heißt Mana momentan, wenn er das hinauszögern kann, kann natürlich mehr reinwarpen, mehr Units bauen. Er hat das bessere Income. Trotzdem hier gegen drei Disruptor muss man erstmal kommen. Da muss wieder ein Blinker folgen, da stirbt doch noch ein Stalker dran. Jede Einheit gerade wichtig für Mana. Er hat eben nur Blinkstalker gegen Blinkstalker Disruptor und da kommen weitere Warpins. Das heißt, das Warp ist mit dabei hier für Majestic und da kommt eine weitere Kugel, die trifft nichts. Da wird ausgewichen durch einen weiteren Blink. Immortal triggert jetzt hier sein Schild. Die Kugel trifft jetzt hier auf zwei Stalker und Mana hier weiterhin am Tanzen gerade mit Majestic. Majestic hält hier aber stark dagegen. Weitere Kugel von ihm und die trifft nicht so gut. Stattdessen wird jetzt ein Warp bisschen gesniped. Die Disruptor jetzt hier auf Cooler und jetzt hier momentan Mana mit dem bisschen größeren Stalker bei versucht hier den Disruptor zu snipen. Schafft das auch, hat jetzt hier auch die wesentlich bessere Kampfposition plus zwei Immortals und damit wird hier Majestics Army aufgerieben und ohne die stärkere Economy dahinter kann es sich hier nicht länger halten. Und damit Mana sichert sich dieses Match mit einem 2:0, mit einem schönen zweiten Match an PvP. Muss ich sagen, das war sehr elegant. Damit zwei Matches in einem Video. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ich sehe im nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.